Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Ark Survival Evolved. Wie ihr seht, der Winter ist ausgebrochen und ja, bei uns ja draußen vielleicht auch. Macht nichts. Neue Patch News 2.1.7. Ja, nachdem es erstmal eine Zeit lang keinen Patch gab, haben sie jetzt doch direkt wieder den nächsten Patch hinterhergeschossen. Ja. Und ja, es ging relativ flott. Ja, aber macht ja nichts. Sind ja immer Verbesserungen. Freut uns doch. So, was gab's denn an Neues, an Verbesserungen? Hier wurde eingefügt ein weiblicher Hirsch. Ja, der hat kein Geweih. Einfach daran zu erkennen, ne? Wenn so ein Hirschvieh rumrennt, kein Geweih. Weiblicher Hirsch, ja. Aber Eier legen würde wohl kaum. Ist ja ein Hirsch an für sich. Oder wie sieht er überhaupt aus? Legt der Hirsch Eier? Ja, das ist mal eine Frage an euch. Gibt es einen eierlegenden Hirsch? Das ist eine gute Frage, ne? So, gut, dann landen wir hier mal kurz, denn, ja, wie ihr seht, sehe ich jetzt hier, mal kurz aufsitzen, ja, ich habe auch schon eine Pelzjacke an und einen Pelzmantel, weil, ne, hier im Winter ist kalt, ich musste mich neu ausrüsten, ich bin leider verstorben, ja, okay, tut aber an für sich nichts zur Sache zum Thema Patch News, jetzt gehen wir mal hin. Und müssen wir kurz den Baum hacken, weil es gibt was Neues an Waffe und die will ich gleich mal herstellen. So, ist gut. Ach, nicht so viel. Und zwar gibt es eine Keule. So, die ist ganz simpel herzustellen. Zick, zack. Craftable. Gucken wir mal. Da ist es schon. 15 Fiber. Müssen wir gerade ein bisschen sammeln. Jawohl, eine Keule gibt's. Eine Keule. Wozu ist die gut? Na, wozu ist eine Keule gut? Die kann man anderen auf den Kopf hauen. Ne? Ganz simpel gesagt. Aber die Keule ist sehr gut. Die ignoriert nämlich die Rüstung, die der Gegner anhat. Ja, also speziell auf PvP-Server hat das Ding eine absolute Berechtigung. Ja, das war nämlich immer mein großes Manko, ob ich nochmal auf dem PvP-Server anfangen soll oder nicht. Weil die Gegner sind ja schon total ausgerüstet. Ja, und wenn man da anfängt als kleiner Wurm, kriegt man sie nur auf den Kopf. Aber jetzt gibt's die Keule. Ja, hier. Zack. Craften. Rum die Bumm. Yippie. Keule. Los. Keule in die Hand, mein Freund. Immer. Hep. Yeah. Hu. Ha. Also, ein kräftig auf die Rübe gehämmert. Ja, dann fällt er um. Dann ist er betäubt. Also, man kann damit Leute betäuben. Sehr gut. Finde ich wirklich nicht schlecht. Da wurde direkt in einem Update wieder ein Stück zurückgenommen. Die war wohl ein bisschen zu heftig. Haben sie um 10% die Kraft reduziert von der Keule. Ja, macht aber nichts. Generell finde ich das sehr gut, dass es jetzt sowas gibt, dass man eine Keule hat, dass man, wie mir gesagt, auf dem PvP-Server anfangen kann und sich da auch erwehren kann gegen Leute, die schon länger spielen. Ne? So, warte mal, jetzt die bringen mir hier ein paar feine Sachen, liebe Raptörchen. Komm mal her. Nicht runterspringen, nicht runterspringen, nicht runter. Nein, du sollst nicht runterspringen. Komm zu Fati. Kriegst du aufs Maul. Hast du noch was dabei? Nee, hast du nicht. Na, dann wirst du halt ausgenommen. So. Dann, was gibt's sonst noch? Es gibt eine Giftgasgranate. Hust, 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 steht hier. Super. Also, könnte die Gegner ausräuchern. Ja, hört sich sehr interessant an. Ich glaube, ich muss wirklich mal auf dem PvP-Server anfangen. Mal ein paar Leute ärgern. Aber ich denke mal, großteils werde ich geärgert. Weil, ist natürlich ein bisschen blöd, jetzt anzufangen, neu auf dem PvP-Server. Da wird man so hübsch in die Fresse kriegen. Egal, ich schweife schon wieder vom Thema ab. Weiterhin zum Patch. Es gibt ein Trophäensystem. Inklusive Survival of the Fittest Trophäen. Ja, was gibt's da? Trophäensystem kennt jeder aus sämtlichen Spielen. Ja, weiß ich nicht. Fell 500 Bäume, Trophäe oder Kill 50 Leute. Ich weiß noch nicht, welche Trophäen es gibt. Welche es alles gibt, ist hier nicht aufgegliedert. Aber die gibt's halt. Hier wird man schneeblind. Guckt euch das an. Das ist dermaßen blendend. Das blendet ohne Ende. Boah. Die Sonne da drauf knallt, ne, sieht man nix. Also, Schneegebiet in allen Ehren, aber guckt euch das an, das kann sich kein Mensch angucken. Mir gefällt doch hier
so ein Waldgebiet besser. Aber was soll man machen? Wir hatten ja hier gebaut und dann kam die große, das große Biom. Dann hat uns ja alles abgerissen, was ja so nicht schlecht war. Jetzt kann man relativ leckfrei hier drüber fliegen. Ja, die Jungs waren da wieder fleißig, haben mir anständiges Haus hingezimmert, aus Stein direkt. Von unten einen Riesenstall, ja, wirklich einen Riesenstall. Und hier stehen noch viel zu viele Tiere rum. Guckt euch das an, wie viele Viecher wir noch haben. Der ganze Stall ist voll gekleistert mit Viechereien. Ja, ich finde, das ist immer noch zu viel. Aber ich bin schon wieder vom Thema abgewichen. Gibt's ja gar nicht. So, was haben wir denn sonst noch Neues? Fällt euch was auf? Nee? Ja, doch. Hier oben. Und zwar kann man jetzt das Inventar sortieren lassen. A wie alphabetisch, B wie Weight, also Gewicht. Ne? T nach Type, nach Typ. Und U wie unsortiert. Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Die ewige Suche hat hier ein flottes Ende. Nach Gewicht die schwersten Sachen zuerst. Kann man das auch mal haben? Warte, die schwersten Sachen zuerst, wenn ich hier nochmal draufklicke. Jawohl. Das sehr gut. Die schwersten Sachen zuerst. Ja. Manchmal ist man überfüllt. Hier auf unserem Server PvP. PvE ist ja nicht so wichtig, aber PvP kann ich mir schon vorstellen. Dass, wenn man manche Sachen geräubert hat und man ist dann etwas schwerfällig unterwegs und da kommen Gegner, dass man dann flott die schwerste Sache über Bord schmeißen muss, damit man auch wegkommt. Ja, nicht schlecht. Gute Aktion, finde ich. Dann gibt es eine neue Option. True heißt das. True an oder true aus. Was heißt das? Das heißt, wenn ihr Level Up habt, geht automatisch dieses hier auf, weil ihr sonst mühsam anwählen müsst, ne? Hier, eure Skillliste, wo ihr Skill verteilen könnt. Die ploppt dann automatisch auf. Könnt ihr ein- und ausschalten. Auf dem PvP-Server nicht immer der Bringer. Ne? Wenn ihr im Kampf seid, jemand pflückt eine Beere aus eurem Team, weil er Kohlampf hat. Ihr habt Level Up und mitten im Kampf habt ihr dann die Liste offen. Stelle ich mir beschissen vor. Deswegen kann man da rausschalten. Ja, aber im Grunde ist das nicht schlecht. So, was gibt's sonst noch? Ein Inventar-Slot-Zähler. Naja, Anti-Cheat-Dinger. Änderungen, gab es noch welche. Was? Snow-Metal-Rocks ergeben jetzt mehr Metall, also schneebedeckte Eisensteine. Ja, die geben jetzt mehr Metall als die anderen. Warum auch immer. Ja, du kannst jetzt auf ein Engramm Doppelklick, um mitzulernen. Du musst nicht immer auf den, also ne, hier Engramm, das hier, ne, eine Liste, was zu lernen. Könnt ihr jetzt doppelklicken, müsst nicht anklicken und hier auf Lernen klicken. Wenn ich das könnte, ne, kann ich nicht, hier, das hier können nicht. Will ich aber nicht, will die Punkte nicht raushauen. Ja, brauchen wir nicht. Dann gibt's Möbel und Grabsteine, die sind jetzt im Interface enthalten. Hier, Jackie-Herstellung ist jetzt, zurzeit ist jetzt um 33% reduziert. Geht alles schneller. Also ich habe den Eindruck, Ark wird ein bisschen schnell. Ja, also, okay. Die, an den Dino-Zeiten schrauben sie nicht dran rum, ja. Das finde ich wirklich arg übertrieben. Kann man immer so sagen darf, ja. Wenn man hier 8 Stunden sitzen soll für so ein Mammut zu zähmen, finde ich sehr heftig. Ja, andererseits, alles andere wird reduziert immer und wird hochgesetzt. Ob sich das damit aufwiegt, ist die Frage. Ich glaube nicht, meiner Meinung nach nicht. Also, das ist auch so eine Scheu von mir, nochmal neu auf dem PvP-Server anzufangen. Denn ich brauche ja dann da irgendwelche Tiere. Ja? Man müsste ja einen neuen Mammut zähmen und da habe ich natürlich keine Kibbles, ja. Und dann muss ich da sitzen und 4-6 Stunden, damit ich einen Mammut hätte, wenn ich irgendwie Holz raffen will. Vernünftig, ja. Ja, das ist auch so ein bisschen extrem viel Zeit und dann auf dem PvP-Server, da kommen die Kunden und zerhacken in euch. Na komm, mein kleiner Raptor, bring mir Geschenke mit. Komm, ja, kriegst einen Tritt vor die... Von den Unterkiefer. Naja, eine primitive Schleuder, ein paar Pfeile und ein paar Früchtchen. Und ein paar Koteletts. Her damit, nehmen wir alles.
Ja, das sind dann so die Fragen, die ich da habe, ne? Was mich dann so ein bisschen zurückschlecken lässt, nochmal zu wechseln. Ne? Ich habe nicht so viel. Und was hatte mein Vogel? Der hat noch genug Fleisch, sonst hätte ich direkt den Bronto niedergemäht, aber müssen wir gar nicht. Ja. Ja, was mir sonst noch aufgefallen ist, im Schneebinom müsst ihr natürlich unheimlich viel essen. Habt ihr bestimmt schon selber festgestellt. Ja, ist keine Änderung jetzt vom Patch, aber allgemein, ja, gibt es halt unheimlich viel, müsst ihr da essen. Und das ist natürlich sehr hinderlich. Deswegen bauen im Schneebinom kann ich euch erst empfehlen, wenn ihr wirklich schon ganz gut ausgerüstet seid. Sonst, wenn ihr verhungern, erfrieren, verdursten, alles zusammen, ganz furchtbar. Ja? So, dann haben sie natürlich noch ein paar Fehler behoben, nochmal zum Patch zurück. Ein paar Fehler behoben. Aber ich würde sagen, das Gröbste, das Interessanteste haben wir schon. Den Hirsch, den können wir jetzt nochmal kurz suchen, vielleicht finden wir ihn ja auf die Schnelle. Hier ist ja Wald und Gebirge. Ja, einen weiblichen Hirsch. Mich interessiert wirklich, kann der Hirsch Eier legen? Ein eierlegender Hirsch? Das wäre doch. Naja, ist ja kein Hirsch. Ihr habt ja recht. Ja, ist ja kein Hirsch. Ist ja noch ein Saurier. Ist ja ein Megaloceraus oder wie er heißt. Jetzt habe ich auf einen anderen Bildschirm geguckt. Bin ich mich vorbeigeflogen. Ja, da ein Hirsch. Aber nicht ohne Geweih. Also ein Männchen. Da braucht man wie immer, wird man doch wird mit Sicherheit Eier legen. Für neue Rezepte, für neue Kibbles. Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich mich noch gar nicht nach erkundigt. Guck da, da lebt der nächste T-Rex rum. Also hier laufen sehr viele T-Rexe rum. Hier sind Wölfchen auf der Jagd. Oh, das ist prima. Ich lass die mal. Ja. Die Mammuts zerhacken den. Oben läuft der T-Rex rum, der ist mir egal. Habt ihr die Wölfchen zerhackt? Nur noch einer. Mein Vater geht jetzt ernten, warte, den mache ich kalt. Hey, ihr sollt den Wolf nicht so wegschmeißen. Da gab es auch wieder Zeug. Anhalten, absteigen, wir gehen ernten. Der Wolf hat noch Inventar. Was hat er denn? Noch ein paar Früchte dabei. Zack, hier, Notfallzeug. Naja, Metallhatchet hat er dabei. Ja, nicht schlecht. Der Rest kannst du behalten, Wolf. Wieso hat er denn Metallhatchet bei? Da hat er einen aufgefressen. Der hier wieder im Schnee rumgetalbt ist. Blind links. Da ist er doch. Erinnert mich eher an ein Schaf. Ja? Wenn ihr von vorne guckt, sieht eher aus wie ein Schaf. Na, jetzt sieht man natürlich nicht. Warte mal, ich gehe mal drumherum. Hier aus der Distanz. Wo ist er hingelaufen? Da ist er doch. Guck mal. Also jetzt sieht es doch eher aus wie ein Schäfchen. Nur von der Größe her. Erinnert mich das viel eher. Frech auch noch. Warte mal, ausprobieren. Gibt ja eine mit der Keule. Kann ich dich auch betäuben mit der Keule? Komm her. Bleib stehen. Level 104. Level 104 finde ich natürlich. Dass ich die nicht rucki-zucki betäuben kann, ist klar. Ich glaube, das geht aber nicht. Ich glaube, das gilt nur für Spieler mit dem Betäuben. Müsste man noch ausprobieren. Das probieren wir auch. Ne, den T-Rex, den fresse ich mal gerade. Hab keine Lust, da irgendwo gleich rumzurennen. Dass der mich dann auffrisst aus Versehen. Und dann ist mein ganzes Feldzeug weg. Denn das Feldzeug ist wirklich teuer. Deswegen wollte ich auch an für sich eben noch die Mammuts verhauen. Machen wir aber gerade nicht. Zerhacken kurz den Rex und den Ankylo. Den nehmen wir mit. Komm, fress ihn. Fress den Ankylo auch. Wenn er schon da rumliegt, wird er gefressen. So, und jetzt gucken wir mal schnell, ob wir jetzt hier was finden. Hier oben war noch einer. Hier oben wird er alles gefressen haben. Hier ist ein Hirsch. Hirsch. Sagen wir mal für Level, du hast 78. Na, das wäre ja zu viel verlangt, mal auf die Schnelle was zu finden, was ein kleines Level hat. Würde mich interessieren. Wölfchen, schon wieder Wölfchen. Wölfchen, bist du für ein Level?
60. 60 auch ein bisschen viel. Da musst du dran glauben, Wölfchen. Und du? Du für ein Level? 23. Auch ein bisschen viel. Führ mal eben schnell. Warte, wenn der eine Wolf tot ist, steige ich mal kurz ab. Happy. Ach, noch einer. So. Ist derselbe Zahn. Bist du für ein Level? Level 17. Ausprobieren. Komm, ich probiere mal schnell aus. Hep. Komm her. Wo bist du? Bleib stehen. Kriegst du wieder Keule. Bumm. Ja, aua, aua. Nicht knurren. Komm her. Auf die Rübe, auf die Rübe. Lass das. Spring lieber daneben. Nee, das geht nicht. Und ist auch schwierig. Der hüpft so blöde. Was? Your Flatter 2? Ich hatte überhaupt keinen Flatter. Das stimmt nicht. Oh, nicht runterschubsen. Lass das. So machst du mein Zeug wieder kaputt. Ah, da, leck mich doch. Hat nichts genützt, wie ihr seht. So, Hund. Jetzt ist er tot mit einem Schlag. Da seht ihr mal, was der für Power hat. Der Vogel. Your Flatter, Level 81, was killed by Bronto. Level 20. What? Hat für ein Flatter. Ich habe keine Flatter. Was ist hier los? Naja, egal, Leute. Ich muss mal gucken, was hier los ist. Warum die ganzen Tiere gekillt werden von Brontos? Flatter? Warum meiner? Ich nicht verstehen. Egal. Ja, Leute. Bisschen konfuse News, aber egal. Da ist doch mein Bronto. Steht doch alles. Versteht das nicht? Hm. Müssen wir mal gucken, was los ist. Okay, Leute. Ja, ich wünsche noch viel Spaß mit Wochenende. In diesem Sinne, habe die Ehre. Tschüss.